Jo, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir gegen, wie ist der Typ nochmal, Sergej gekämpft und er hat uns gebittet, hier diese komische Sache zu untersuchen, dass hier Ritter aus irgendeinem Grund verschwinden und dass der Papst irgendwie verschwunden ist und so weiter und so fort. Und deswegen sollen wir nach Pendrago gehen. Aus Sergej heißt er, okay. Sagt er mit einem J. Aber erstmal, Skiz, bis zum Abwinken, Desel und die Hunde. デズル。デズル。因果。懐いている。どうした?何か用か?いや、意外だな。犬は平気なのか?平気も何も。彼らは物言わぬ相棒だろ?お前の歩み寄りが足りないんじゃないのか?いやいや、吠えるだろ、犬。吠えるのは Noch mehr geht's. Mit einem Stein kann man viel erreichen. エドナ肌白いもんね。納得。エドナさんの傘は日よけにもなり、雨よけにもなり、氷まで退けてしまいますものね。そっか。エドナの傘は一石三鳥だね。いいえ、エドナさんのトレードマークにもなっていますから、一石四鳥です。それを言うなら、お気に入りのマスコットもつけられるし、一石五鳥でしょう。ではでは。 Okay. Ich soll mal noch im Gasthaus hier nachgucken. Vielleicht kriegen wir ja wieder einen Titel oder irgendwie sowas. Aber wo Titel? Sind die alle hier schön am Leveln? Nein, okay. Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich verpasse ich ein paar Skits und so, aber was soll's. Ich glaube, ich 10.000 Mal irgendwie im gleichen Gasthaus hier übernachten. An der gleichen Stelle. アジトの引っ越し進んでる?うん。新アジトは緑星輪マロリーがいいんじゃないかって下見してるとこ。ちょうどよかった。棟梁の意見が欲しかったんだ。やっぱ私が行かないと決まらないか。ふん。アジトじゃなくて、赤霊の羽の仕事。 新商品の仕入れで悩んでるんだ。麻婆まんとカレーまんどっちがいいと思う？麻婆カレーまんで。それただの棟梁の好物じゃない。のんのん。棟梁としての冷静な判断だって。今の世界は必要としてるはず。奇跡のコラボが生み出すあの美味しさを。思いっきり市場入ってる気がするけど。わかった。それで行こう。 いろいろやってるんだ。私、カバーは、ディーゼコーメッシュ。それに仕事は金額関係ないしね。そうなんだ。で、生活のために商人やってるってわけ。主に営業がね。新商品にゴーサイン出すのは私でしょ?じゃあ、私たちは地道な商売に戻るから。棟梁も、緑星輪マロリーに行ってみて。みんなも下見してるから。ああ、そっちも頑張って。 Warum war die Kamera so weit weg in dem Gespräch? Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen. Dann gehen wir eben. Obwohl ja irgendwie noch so ein Mordfall oder so was war, ne? Aber egal. Wo kommen wir denn hier hin? Verlassen. Ja, wir kommen zu verlassen. Ja, Mann, jetzt kommt hier noch mal so eine weltkartenähnliches Gebiet, ne? Ha! Wiese des Triumphs. Oh, hallo. Das ist mal eine schöne Musik. Die Realität der Koexistenz. ラストンベルにも地の主はいなかったね。天族は何人か見かけたけど共存って感じじゃなかったよな。でもさ、見えないけど本当はいたんだね。今までもああだったって思うと。Gut, それでも昔の人は天族に敬意を払っていたんだよ。その返しに
天族は人に加護を与えていた。それが共存の時代？うん。だが人間どもは目に見えるものしか信じなくなった。仕方がないけどね。スレイヤロゼみたいに天族が見える人はほとんどいないみたいだし。見えないのにいるのは怖いけど悲しいよね。いるのに気づいてもらえないなんて。みんながロゼみたいに思ってくれるといいんだけどな。 君がデイズ？なんか用？おい。ロゼ。知っている。じゃあ名前呼んで。ロゼ。はいはい。何でしょう？ああいう真似はよせ。どういう真似を？同志の背におぶわれていたから。見てたの？たまたまな。そういうのが怖いんだよな、天族って。体を預けるなど無防備すぎる。 それで油断させて殲滅って作戦じゃん。年頃の娘のすることじゃないだろう。殲滅が背負われることがだ。年頃の娘は背負われるのまずいんだ。無防備なのがだ。だからそういう作戦って言ってんじゃん。もういい。わけがわからん。So jemand eifersüchtig? Okay. Dann gucken wir mal, was es hier zu finden und zu sehen und da ist Monolith und geben tot, ihr wisst schon. Dafür so weit brauche ich nicht Monolith suche. In Ahnung sein, es ist nicht falsch, direkt von A nach B zu gehen, aber hier hat ein bisschen trainieren. Du kannst die Level der Feinde in dein Gebiet mit R1 im Auge behalten. Wenn sie dir zu niedrig erscheinen, kannst du die mutierten Helions, die sich in bestimmten Feldern und Ruinen verstecken, erledigen. Sie bieten nicht nur eine willkommene Herausforderung, sondern verlieren anormale Kuren, die die Gesundheit deiner Gefährten stärken. Ja, dafür müsste ich aber erstmal zurückkommen zu einem dieser Gebiete. Den einen, der auf Level 24 oder so war, könnte ich bestimmt schon erledigen. So, Level 24. Ich bin ein paar Level höher. Gegen was seid ihr denn anfällig? Okay, das ist normal, ne? Oder ist das Erde? Nee. Jetzt werden die Gegner immer einfacher, wahrscheinlich weil ich so oft trainiere auf Screen, ne? Okay. Ich habe schon eine Floridbeste. Ah. Ja. Oh Gott. Was wollte ich jetzt machen? Ja, Team ändern. Oh, wir sind schon wieder im Eimer. Alles im Eimer. Oh mein Gott. Ich kann ja immer nur zwei Leute weg, da ist er irgendwie cool. Oh, cool. Der schiefe Turm. Oh. Ich will mal Edna steuern. Soll ich vielleicht mal gucken? Falsche Person. Ein teilender Kreis. Ein Schneefall kann sie jetzt neu, okay. Okay. Ist mal wieder eine Menge zu erkunden. Das ist ein weitläufiges Gebiet. Ich dachte erst, wir sind stärker. Schon Vogel. Die kann fliegen. Sehr gut. Ja, ganz okay. Ja, das ist tatsächlich der Wind, ne? Ah, jetzt muss ich mal gucken. Okay, wie macht man das? Mal gucken, wie das geht. Übrigens, du kannst wieder die hier in Klamotten anziehen.
So, jetzt sind wir wieder schick aus. So, ich nehme an, wir können zum schiefen Turm mal gleich vorbeischauen. Ich muss mal gucken, wie man jetzt hier höhere Arts macht. Bei Magie. Klappt irgendwie nicht. Der hat doch gerade gesagt, irgendwie mit X oder so geht das. Ja, wenn ich weiß, wie das geht, dann machen wir dem so. Euch aber schon gekämpft ein paar Mal, was man hat. Na, hier ist irgendwo eine Quest. Also nicht hier, aber da, mein Gott. Er folgt mir jetzt sowieso die ganze Zeit, ne? Bayoms. Mal Abwürgung. Wir haben sogar einen verbraucht, stimmt. Du folgst mir echt bis hierhin, Mann. Verpiss dich. Bist du nicht. Ich hoffe, wir kommen mal langsam irgendwann zurück zu so einem... Bist du denn? Okay. Ihr seid anfällig, okay. Ich höre Daisy nur im Hintergrund schreien. Ja, von diesen fliegenden Viechern habe ich genug langsam. Aber ich würde mal sagen, wir gehen zum schiefen Turm da. Er ist mit Sicherheit irgendwie eine Erkundung. So ein Goblin-Teil. Kräuter! Also Goblins, ne? Sind nicht das Gebiet, man irgendwie vom Trailer irgendwie so mal gesehen hat? Als das Spiel gerade noch in der Machung war? Hilfe! Oh! Ich hätte ein, zwei benutzen können, aber egal. Ach ja, meint den ja, ne? Gehen wir erstmal dahin. Vielleicht erstmal einen Weg folgen, statt die alle auf einmal abzuklappern. Aber okay. Ja, man bekommt so Kugeln, indem man solche optionalen Bosse besiegt, ne? Das heißt, man bekommt... Aber man bekommt ja nur KP mehr, indem man von diesen Kugeln ja welche bekommt, ne? Das war schon heftig. Floridschwert. Ich glaube schon viel besseres, ne? Ja. Geh weg mit dem Zeug. Bäh, ist ja ekelhaft. So, das Blau da hinten. Ist das ein... Warte mal, gegen das Viech haben wir noch gar nicht gekämpft, ne? Ja, gucken wir erstmal hier alles. Ach na, und da ist glaube ich ein Normin, oder? Ja. Was geht? Geil, hast du Ausrüstung mit offenen Fähigkeiten? Aber natürlich. Okay, KP-Wiederherstellung nach dem Kampf könnte Layla gebrauchen. So. Muss mal irgendwann mal wieder ein Herrscher des Landes finden, damit ich mal davon profitieren kann. Falls überhaupt.
erinnert mich irgendwie an Valkyria Chronicles. Diese Lanzen, die die Valkyren hatten. Könnt ihr mal bei mir nachgucken, habe ich ja jetzt played. So. Ich kann das aber nicht nachgucken, oder was? Stemm von vorne. Nö. Warum nicht? Dafür muss wer sterben. Und da ist irgendwie eine Nebenquest. Da können wir mal vorbeischauen. Wir sind da. Da ist die Nebenquest, ne? Stimmt, ne? Wir haben ja auch mal so einen komischen Geist getroffen. Oh, what? Das Vieh sieht sehr stark aus. Ich werde mal in den Kampf reingehen, um zu gucken, welches Level das hat. Oh, jetzt ein Speicherpunkt, das ist auch perfekt. Geheime Zutaten. そんな偶然ってあるのかな。ロゼ、何をそんなに悩んでるんだ。大したことじゃないんだけど、私とデゼルのマドレーヌの味付けがめちゃめちゃ似てるの。なんでかなって思って。偶然なんじゃないかな。そうかな。隠し味のパレンジ果汁まで同じってのはちょっとおかしくない？ マドレーヌを極めたものが。え、シャンテ、ニッチ、ガイムズ、サイメン、ドゥ。マドレーヌだけじゃない。おやつごとに最適な隠し味の組み合わせが決まっている。おやつに限らず、料理を極めたいのならば、正しい隠し味を見極めること。まさかデゼルがこんなにおやつに詳しいなんて思わなかったよ。Das leider erfahrt, ne? So. Könnt ihr es wagen? Kann irgendwie gleich die höheren Arts anwenden, anstatt die kleineren. Könnt verstärken, kann das sein? Ich meine mal, da sind irgendwelche irgendwie mehr als vorher. Was zum? Oh, komm her. Buff. Dumm. Ah. So, das hier, habe ich das Gefühl, ist nicht etwas, was ich jetzt schon machen sollte. Monolith. Kraftverbindung darfst du nicht unterschätzen. Durch Kraftverbindung verbundene Feinde erhalten gewaltige Wertverbesserungen. Das wirklich gefährlich werden kann, wenn du von ihnen getroffen wirst. Ja. Und die sind sehr gut zum Leveln. So, wo war ich denn jetzt noch? Da können wir mal gucken, das ist bestimmt auch noch ein Sprechpunkt oder so. Vielleicht können wir das Ding erkunden. Und dann gehe ich nochmal ganz schnell zurück zum Sprechpunkt gleich. Um gucken, welches Level das Viech hat. Was? Sorry, es ist trocken. Das ist eine. Ist das eine Bronzetruhe? Ja. Koteletten. Damit siehst du 70% ungezähmt aus, aber sie sind sehr aufwendiger in der Pflege. Gucken wir uns im nächsten Part an. Ich will das hier noch schnell schaffen. Das ist auch ein Speicherpunkt. Wahrscheinlich mit einem Skit verbunden, ne? Kann ich auch nicht prüfen. Was in der... Bestimmt von hier irgendwo. Von einem schiefen Turm werde ich doch bestimmt erkunden können. Nee. Ja, ist auch ein Speicherpunkt, da kommt wahrscheinlich wieder ein Skit. Keine Ahnung, wo uns der Weg hinführt. Mal gucken.
Wir müssen, ja, wo müssen wir hin? Gute Frage, ne? Oder ist auch noch eine Sackgasse? Warnung, das Ding berichtet über Angriffe von Tieren im Norden von Mallory, dem Patinawald vor. Betreten auf eigene Gefahr. Okay, das ist doch da, wo die ihre neue Basis machen wollen, ne? Also, die Händler hier, Sperlings, irgendwas fliegen, keine Ahnung, schon wieder vergessen. Hallo, Primor. Okay, Leila kommt hier auf ihre Kosten, habe ich ein Gefühl. So, dann gucken wir mal. Oh, du hast dich gerade sehr merkwürdig bewegt. Gucken wir mal, wo wir als nächstes hingehen. Nächsten Part. Kein Dingen, okay, gut. Ich kann jetzt zum Speicherpunkt hinreisen, aber. Was haben wir noch? Sagen wir, gucken dann erstmal noch, welches Level das Viech hat. Es ist auf jeden Fall nicht auf unserem Level. Wir sind doch immer irgendwie ein höheres Level. Wir gehen einfach mal rein, flüchten direkt und gucken, welches Level das Viech hat. Und das war's dann zum Ende des Parts. Ne? Gute Idee, sehr gute Idee. Alles klar, ich sehen kann sowieso nichts. Ist ein Speicherpunkt in der Nähe. Da kriegen wir wieder volle Eilung. Nichts folgt uns, okay. Dann speichern wir mal hier. Zur Sicherheit. Safety first, ihr wisst schon. Muss ja wissen, wann ich zu welchem Monster hin zurückgehen kann, levelmäßig. Damit ich nicht immer. Und damit ich ihn nicht vergesse. Aber diesen Vogel haben wir, glaube ich, nicht angesprochen. Haben schon, so hat siehst du gar nicht aus. Behemoth. 44, der ist gar nicht so stark. Aber der hat 21.000 AP. Ist das viel? Ja. Mein Gott. Ich will doch nur den als Dings haben hier, als, wie nennt sich das? Als Eintrag schon mal. Der macht mich direkt fertig. Ist vielleicht sorry steuern oder so. Also sofort weg ist ja irgendwie klar gewesen, ne? So. Jetzt gehen wir da ganz schnell rein, flüchten. Und ja. Alter. Ist eigentlich nur ein größeres Wildschwein, habe ich das Gefühl. So, jetzt haben wir den schon mal. Vielleicht kriege ich Arbeit, wenn ich Monster-Einträge so bekomme. So, Bams. Der wird wieder voll geheilt, mehr oder weniger. Leila kann wieder alle hochheilen. Wenn ich hier so auf Screen wahrscheinlich ein bisschen rumlaufe. Und gucken wir mal. Hier diese ganzen Viecher zum Beispiel. Steht da irgendwo besiegt 1-0. Das Vieh ist Level 52 und hat nur 13.000 AP. Ich bin gar nicht hier, ne? Doch. Der ist Level 24 und hat 13.000 AP. Müsste ich ja irgendwann mal erledigen. Guck ich mir Angriffskraft und so an, ne? Jetzt erwähnt, dann gibt's auch noch. Na gut. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir gucken uns mal an, was das hier ist. Oder was. Ja. Hier der Ort ist. Ne, da der Ort ist. Wir haben eine Menge Sachen, die wir jetzt machen können.
Und in dem Sinne sage ich dann, wir sind jetzt wieder Folge alt. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.